diese Augenringe. Seit 8 Monaten esse ich eigentlich keinen Crap mehr. Fast nur Obst, Gemüse und Getreide. Alles Bio. Ich glaube, ich vertrage einfach keine Kochkost. Auch nicht so gut. Ich habe auch wieder nur 6 Stunden gepennt. Ich habe die eigentlich immer. Heute geht es nicht um ein Thema zu 80-10-10 oder Ernährung allgemein, sondern es ist mal wieder ein Tag. In Anführungszeichen recht sinnloser Tag, beziehungsweise meine Antworten darauf. Aber ich habe den eigentlich schon abgedreht gehabt. Aber wieder am Laptop und da ist die Qualität, die war einfach zu schlecht diesmal. Und deswegen mache ich den nochmal. Getaggt von Tears of Heaven und Livia Florentine. Ich spreche es diesmal einfach mal so aus. Und es sind 10 Fragen und ich fange an mit Frage 2. Nein. aber weil ich den halt schon abgedreht habe, jetzt habe ich mich halt schon ein bisschen damit beschäftigt, deswegen kann ich jetzt auch ein paar Antworten geben. Und zwar Frage 1 ist, hast du als Kind Disney-Filme geguckt? Ja. Frage 2 ist, sammelst du auch heute noch Disney-Filme? Beides nein. Drittens, welches sind deine Lieblings-Disney-Filme? Habe ich nicht so wirklich, aber vom Grunde her finde ich Peter Pan ganz gut, aber nur von der Idee, die Umsetzung fand ich jetzt nicht so spannend. König der Löwen, muss ich sagen, finde ich auch gut. Ist jetzt nicht so ein All-Time-Lieblingsfilm, aber von den Disney-Filmen ganz gut. Und dann hapert es eigentlich schon. ich mache einfach mal weiter, vielleicht fällt mir auch im Laufe der anderen Fragen dann noch was ein. Viertens, welcher ist dein Lieblingscharakter aus einem Disney-Film? Habe ich eigentlich auch gar nicht, die fand ich alle nicht so besonders. Also es ist nicht so ein Charakter, der mir besonders ins Auge gesprungen ist. Ich fand Baloo den Bär ganz cool. Aber ist auch nichts Besonderes. Erstmal der Roller hier. Rafiki, also der Affe von König der Löwen, finde ich auch cool, muss ich sagen, wie Livia. Also ziemlich cool auch. Genie von Aladdin finde ich auch cool, ist auch so ein bisschen hyperaktiv. Den fand ich eigentlich früher richtig geil. Also ich würde mich, glaube ich, für den Genie entscheiden. Wie viele Disney-Prinzessinnen kennst du und welche ist deine Liebste? Also rein von der Logik her, wie Livia gesagt hat, ist ja Ariel eine Prinzessin. Das wäre dann auch eigentlich meine Liebste. Prinzessin. Ja. Und was gibt's sonst noch? Dornröschen, Schneewittchen, Cinderella. Die fand ich auch ganz cool. Genau, und ja, da fällt es mir auch schon wieder ein. Cinderella fand ich auch ganz cool als Disney-Film, weil die halt so als eine Art Sklavin lebte, bei ihrer Stiefmutter oder so, den Stiefschwestern, und sich halt da irgendwie rauskämpfen konnte, okay, mit einer Hilfe von einer Fee. Aber allgemein finde ich solche Stories halt cool, wenn jemand halt aus solchen Situationen ausbricht, fand ich als Kind auch schon cool. Deswegen fand ich 101 Dalmatiner auch ganz okay. Hast du einen Lieblingsbösewicht? Ja, Scar finde ich auch ganz cool. Und sonst kenne ich auch eigentlich nicht so viele. Siebtens, wenn du in einem Disney-Film-Universum leben könntest, welches wäre das? Und wärst du lieber Held oder Bösewicht? Ja, auf jeden Fall ein Held, weil ich... In Disney-Filmen gewinnt meistens der Held, glaube ich, am Ende. Deswegen, nee, ich könnte kein Bösewicht sein, also in Realität. Und das wäre dann ja sozusagen auch eine Realität, wenn man da leben würde. In welchem Disney-Universum? Eigentlich in gar keinem, also ich finde die eigentlich alle relativ langweilig, so vom Setting her. Muss ich sagen, wobei, ja, in Peter Pan gibt es noch ein bisschen Magie, finde ich ganz cool. Aber sonst eigentlich nicht. Hast du Lieblings-Disney-Songs? Nö, kenne ich eigentlich gar keinen. Ich kenne nur den Song von König der Löwen, aber das ist jetzt, ja, ist ganz cool, sage ich mal so.
Neuntens, welche Disney-Serien hast du als Kind geschaut? Also Serien habe ich Ariel geschaut, da habe ich Aladdin geschaut, Timon und Pumba habe ich geschaut und ein bisschen Mickey Mouse. Zehntens, warst du schon mal im Disneyland und welche Attraktionen magst du? Ich war mit 2 Jahren im Disneyland, fand die Fahrt mega schrecklich, hab da halt nur rumgeheult. Ja, von Deutschland nach Paris ist ja schon eine Strecke. Und ich kann mich da eigentlich an nichts erinnern, außer dass ich vor einer Mickey Mouse Figur stand. Also kann ich nicht sagen, welche Attraktionen ich mag. Ich weiß auch nicht, ob es da dieses Excalibur-Schwert gibt, was man theoretisch herausziehen kann. Weil das hatte ich zweimal versucht, also an zwei verschiedenen Tagen, dann war ich vielleicht noch zweimal da. Ich weiß es nicht. Zusatzfrage: Über welche Disney-Szene könntest du dich heute noch zu Tode lachen? Das ist wirklich das Piano-Solo von Mickey Mouse. Oder Steamboat Willie. Und Steamboat Willie ist, glaube ich, auch ein ganzer Film, geht aber trotzdem 8 Minuten. Wird aber als Film deklariert. Das könnte man dann auch zu meinen Lieblings-Disney-Filmen sehen, sage ich mal. Ich verlinke einfach mal beides. Also ich muss euch sagen, dass das letzte Video, das erste, was ich abgedreht habe, das war viel lustiger, sage ich mal so. Dazu aber die Qualität einfach so schrecklich, aber ich verlinke das jetzt trotzdem mal, das erste Video, ich lasse es einfach mal hoch. Und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr das auch angucken wollt oder nicht. Hat da auch ein bisschen andere Antworten gegeben, glaube ich, weil ich jetzt immer spontan antworte. Tschö.